wenn ich jetzt hier nochmal dran drehe oder so? Nee. Auf jeden Fall scheint es hier noch irgendetwas Großes, Böses zu geben. Ob es was mit diesem Lied hier zu tun hat? Meine wandernde Seele beginnen, Himmel, ja, gut. Aber es hilft mir auch nicht so wirklich weiter. Auf jeden Fall scheint es jetzt hier auch nichts mehr zu geben. Wir gucken nochmal hier überall nach. Nee. Na gut. Dann nochmal ran hier. So, wir könnten jetzt nehmen und... Was haben wir da oben? Ach, da stehen Sachen drauf, oder? Warte mal. Hier steht Vergeltung. Ah, okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal alle zurück. Zack, zack. So, also dann haben wir einmal Vergeltung. Kelch, Kerze, Baum, Genau, Vergeltung, der flehende Mann. Das würde ja theoretisch sogar passen. Also, haben wir hier Verlangen. Kerze, Schild, Baum. Verlangen war Baum, weil der Typ hat ja nach der Frau verlangt. Trauer. War das Kelchschild, weil nämlich unser Vater, der da oben rumgetrauert hat. Opfer, keine Ahnung, und Buße. Obwohl, Buße könnte ja auch der flehende Mann sein, er fleht nach Buße. Ne, das ist ja, das kennt man ja auch schon so ein bisschen hier. So, obwohl das Opfer, Kerzenschild, die Kerze, vielleicht bei Opfer? Nein. Nein, ah! Also bei Buße hatten wir ja den flehenden Mann. Und jetzt wollte ich hier... Nein, ich will hier den flehenden Mann drin haben. So, und jetzt genau, ah, genau, da oben. Und hier will ich jetzt das Kerzenschild. Also ich brauche noch ein Schild. Kannst du machen, nix. Ein Schild muss noch her. Die Frage ist nur, woher? Ja, das ist auch alles blutverschmiert. Wir gucken hier hinten nochmal nach. Also in dem anderen Aufgang. Der Gesichtsausdruck der Statue ist ein trauriger. Vielleicht hier bei den Bildern. Es ist ein Gemälde, aber ich kann das Bild nicht klar erkennen. Was haben wir hier? Ja, das können wir auch nicht klar erkennen. Genau, das hatten wir schon geholt. Hier noch irgendetwas mit dabei. Hier sind nur Kerzen. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn jetzt? Natürlich doof. Ich weiß jetzt nicht, sind das jetzt nur vier, aber wenn da fünf Stellen sind, sind das ja für gewöhnlich... Ah, vielleicht auch hier. Ah, guck mal, hier dieses... Aha, das Kirchenfenster zeigt die Darstellung eines Ritters, der hinterrücks von einem Henker erstochen wird. Hatte der Ritter etwas getan, das dies rechtfertigte? Direkt unterhalb des mittleren Fensters befindet sich etwas. Nehmen. Ja, das Schwertschild. Uah, scheiße! WTF. Oh oh. Rappel dich auf.
Ding wird nämlich gleich nachkommen. Na toll, zwei Siam. Wow. Okay, ich habe eine Idee und zwar... Scheiße, Stacheldraht. Okay, aus der Idee wird nichts. Okay, den ersten haben wir. Jetzt fehlt auch noch ein bisschen die Munition hier. Oh. Puh. Ja, da hinten ist Stacheldraht. Ich dachte nämlich gerade noch, ich könnte jetzt mich da schön dahinter verstecken, aber nee, ist nicht. Boah, Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Oh Mann. Okay, dafür haben wir jetzt wenigstens auch noch das letzte Schild. Und zwar Opfer. So, jetzt nehmen wir die Kerze wieder mit. Und da oben hatten wir ja Vergeltung. Das könnte dann wohl der Ritter sein. Und ja, Kerze als Opferschild. Na, gucken wir mal. Ne, das ist falsch. Dann nehmen wir wieder alle mal wieder zurück. Und dann gucken wir nochmal, was da wirklich am meisten passte. Zur Not gucke ich halt auch nochmal. So, also Vergeltung war der flehende Mann. Ja, Vergeltung, das war eigentlich unser Vater gewesen. Dann haben wir hier Verlangen, das war der Baum. Verlangen nach der Frau. Haben wir die Trauer, das könnte eigentlich die Kerze sein, weil Kerze und Trauer, das gehört zusammen. Opfer, der Kelch und das Schwert. Nein, das ist auch leider falsch. Da muss ich jetzt irgendwie mit dem Dolch irgendwie nochmal zu... Oh. Okay, das ist alles noch nicht so ganz richtig gewesen, also... Also was ich auf jeden Fall und definitiv weiß, ist, dass Verlangen ist das Baumschild. So, und ich Buße. Oh, jetzt Buße gehabt. Da ist Buße. Oder ist Buße gut? Ein flehender Mann. Buße. Vergeltung, dann vielleicht das Schwert. Gut, das Schwert der Vergeltung, das würde ja sogar passen. Opfer haben wir das Opfer. Kerze, Kelch, Kelch, Opfer und Kerze, Trauer. Ja, das passt. Okay. Und gut. Da ist unser Vater. Ja, der hängt da einfach so rum. Joshua, can't save him. You need to get out of here. Stop giving me orders, Dad. You have no idea what I'm capable of. You hate me. It's okay. I don't blame you. I don't hate you. I forgot you. A long time ago. I never meant to hurt you, son. I had to make a choice. And now I'm paying for it. We all are. After all I've done, you still wear my old dog tags. That must mean something. What are you talking about? These are mine. I'm a soldier. Just like you wanted. Alex, you've been in the hospital. I know. I was wounded in battle. No, a mental hospital. You've been there ever since the accident. No, that's not true.
I'm a soldier. I protect people. We had to take you there. After that night. After I gave your brother this. What is this thing? What did you do? Where's Joshua? Gestatten der Boogeyman. Und damit ist auch Alex Vater jetzt gestorben, nachdem er ihnen ein bisschen die Wahrheit erzählt hat. Aber leider konnte er nicht alles erzählen. Shepard Familienring erhalten. Ja, und zwar war Alex niemals Soldat gewesen und er war auch in keinem Armeekrankenhaus. Es war eine Nervenklinik und es ist wohl irgendwas passiert in der Nacht, nachdem er mitbekommen hat, dass Joshua den Ring von seinem Vater bekam, also von Alex' Vater bekam. Und ja, da ist wohl irgendetwas passiert und daraufhin mussten sie Alex in eine Nervenheilanstalt Anstalt stecken. Ja, und leider konnte er uns nicht mehr erzählen. Da kam schon der Boogeyman, aber ja, der scheint wohl wirklich nur so eine Art Rächer zu sein. So, hier nochmal ein Gesundheitsdrink, denn er hat uns in Ruhe gelassen. Er hat nur Alex' Vater getötet, so hier nochmal eine Zeichnung, und ist danach abgedampft. Und zwar sehen wir hier ein irgendwie Sonne-Zeichnung erhalten. Wir können mal ganz kurz gucken im Tagebuch. Drawings, so. Nämlich, da gibt es ja auch immer schöne Texte dazu. Nämlich, da steht: Gute Kinder werden lebensschlechte ihrem Schicksal nicht entrinnen, denn wenn du erst einmal sein kreischeichendes Geheul gehört hast, ist es schon zu spät. Ein weinender Mensch oder ein weinendes Kind und. Ja, keine Ahnung. Soll das jetzt der Boogeyman sein oder. Na gut. Ja, zumindest. Ganz kurz mal was checken. Zwei Gesundheitsdrinks, ein Erste-Hilfe-Kit und hier der Shepard Familienring. Dieser Gegenstand kann hier nicht benutzt werden, aber vielleicht untersucht. Naja, geil. Gucken wir erstmal weiter. Gut. Oh oh. Ich weiß, was jetzt gleich kommt und hier geht es auch irgendwie gerade ganz tief nach unten, deswegen. Ach so, das war jetzt der Stacheldraht. Okay, der hat sich hinter uns hochgezogen. Na gut, dann bleibt uns jetzt wirklich nur der Weg nach unten. Und ich sollte mal wachsam sein. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zum Aufheben oder so. Was ist denn hier für eine Apparatur? Das ist. Ja, wahrscheinlich gehen wir jetzt hinunter in das Kohlebergwerk. Ist ja schon auch altbekannt hier in Silent Hill. Auf jeden Fall kam von hier aus auch der Boogeyman, aber der scheint wohl wieder verschwunden zu sein. Na gut. Da vorne ist etwas. Ich glaube, hier können wir nicht. Oh ja, hier kommen wir überhaupt nicht durch. Das ist heißer Wasserdampf. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier lang. Wir finden hier. Untersuchen. Minenausrüstung sieht so aus, als ob sie seit langem nicht benutzt wurde. Weiter, dieser Anzug könnte mich schützen. Gut, das ging jetzt fix. So, jetzt tragen wir einen sexy Minenanzug und sehen aus wie einer von diesen Ordenstypen. Gut. Aber wir gucken vorher nochmal hier hinten, ob wir hier noch irgendetwas holen können. Gut. Dann, ja, der Anzug schützt uns, aber ich will trotzdem mal schauen. Ich hoffe mal, er schützt uns auch echt jetzt die ganze Zeit. Okay, also hier kann man. Ja, also der Versuch hier durchzulaufen wäre wohl mit dem Tod oder hätte wohl mit dem Tod geendet. Haben wir hier so ein Minenfahrzeug. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts. Ah, hier ist der Knopf dafür. Wir drücken die Taste.
Curtis? Okay, was macht Curtis hier? Irgendwie war mir das jetzt auch schon klar gewesen. Ja, Curtis, die Sau. Aber was hat er mit dem Ganzen hier zu tun?